Hallo, mein Name ist Anna Magdalena Papadopoulos und wir befinden uns gerade in den Büroräumen des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück. Wie ihr an diesem Bild sehen könnt, beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Migration. Ich arbeite im Fachbereich Projektentwicklung und auch im Fachbereich Migration. Ich habe IKEOS studiert und zwar von 2016 bis 2018 und war nach dem Studium noch in Athen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und habe dort ein Praktikum absolviert. Ich erinnere mich an die ganze IKEOS-Studienzeit sehr, sehr gerne, weil das für mich eine der prägendsten Zeiten und schönsten Zeiten meines bisherigen Lebens war. Ich habe dort meine besten Freundinnen kennengelernt, die ich auch bis heute noch habe. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich IKEOS studiert habe. IKEOS hat auch meinen Blick auf die Welt natürlich verändert, weil wir dort mehr als 15 Nationen vertreten hatten. Es geht ja um das Thema interkulturelle Kommunikation und das wurde auf jeden Fall erlebt und gelebt. Mein Praktikum habe ich damals bei Minority Rights Group International in London gemacht und habe auch nach dem Studium noch ein Praktikum in London absolviert, und zwar bei Words in Translation. Ich kann euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen, die Hochschule Fulda zu wählen und auch IKEOS zu wählen. IKEOS werdet ihr nicht vergessen. Für mich war das damals wie eine Familie, zu der ich immer zurückkommen kann. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, IKEOS zu studieren. Ihr werdet das nicht bereuen. Kontakt mit den Dozenten ist super persönlich. Es ist in keinster Weise anonym. Und deswegen empfehle ich es euch sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem Alumni-Treffen mal wieder. Und ja, liebe Grüße aus Osnabrück und tschüss.